Stöpselpost, 16.11.2018. Die ersten Teile sind endlich eingetroffen für dieses ganze Dezember-Projekt. Und es sind viele Sachen dabei, die ich definitiv brauchen werde und schon zum Teil auch hatte und einfach nochmal bestellt habe, weil ich sie einfach nochmal brauche. Wie zum Beispiel das, was wir hier als erstes auspacken. Ihr seht auch schon, das sind 8-mal ein Produkt. Na, jetzt. Und zwar ist das nämlich etwas, was ich in der Vergangenheit schon mal gekauft habe und echt auch jetzt eine ganze Weile wieder suchen musste, weil ich es einfach nicht wiedergefunden habe. Und zwar haben wir nämlich hier 8 Sätze von solchen Gummirollen. Und die hatte ich ja auch schon bei den Werkstattwagen damals eingesetzt gehabt. Und ich habe die jetzt auch gerade heute im Projekt auch wieder verbaut gehabt und war auch in der Hoffnung, dass bis dahin vielleicht schon die neuen Generationen hier eintreffen. War nicht der Fall. Jetzt habe ich die anderen einfach, die ich noch da hatte, verbraucht. Aber die identischen habe ich hier nochmal bestellt. Problem war an der Sache bloß, dass es da einen Mindestbestellwert gab. Und den musste ich natürlich erstmal erreichen. Und ja, eigentlich hätte ich ursprünglich plus 4 gebraucht. Ja, habe keinen Mindestbestellwert erreicht. Sagte ich mir, okay, die gibt es ja immer bloß im Viererpack. Nimmst du 2, habe ich in diesem Fall 8 Garnituren. Ja, ich denke für die nächsten Werkstattwagen oder für die anderen Geräte. Was weiß ich, Hocker oder so, was ich hier vielleicht noch rollbar bauen werde, wird das nicht verkehrt sein, die schon mal auf Vorrat da zu haben. Und die sind jetzt auch nicht so teuer und die haben halt wirklich auch so ein Gimmick, was ich unbedingt wieder haben wollte. Das erkläre ich da ja auch, glaube ich, nochmal im Projekt, dass die mit dieser Feststellbremse hier, also sind ja immer 2 in der Garnitur dabei, dass die Arretierung auch gleich die Rolle hält, weil sonst würde sich ja, wenn die Bremse nur fest wäre, das Ganze hier immer noch drehen. Das ist bei manchen leider der Fall und daher habe ich mich damals in die verliebt, weil die jetzt nicht nur das Rad feststellen, sondern auch diese Drehbewegung, und das finde ich halt an denen so wunderbar, dass ich mir sagte, die will ich nochmal haben. Des Weiteren haben wir hier etwas, was ich mir eigentlich schon länger ins Auge gefasst hatte für meinen Tellerschleifer. Ja, und gerade wo ich die bestellt habe, hatte ich nicht mal mehr an den Tellerschleifer gedacht. Ich rede hier nämlich von diesen Schutzschaltern hier. Und zwar, diese Schutzschalter haben halt dieses wirklich geniale Gimmick. Wenn man die Maschinen einschaltet und der Strom geht weg, schalten die auch gleich wieder ab. So, dass wenn der Strom wieder da ist, die Maschine nicht gleich wieder anspringt. Ist natürlich immer so ein Problem, wenn man da gerade die Hand in der Maschine hat. Ja, dass man sich da verletzen kann. Und daher hatte ich mir die auch, warum gehen denn die jetzt nicht auf? Ach, hier ist noch ein Schutz. Nee, wofür ist denn das? Ach so. Ach, das ist eine Arretierung, dass das immer runtergeht. Ja, okay. Also kann man da hier ganz normal die Maschine einschalten und auch wieder ausschalten, wenn man das möchte. Ansonsten kann man hier einfach auch draufhauen und die Maschine geht aus. Und das Schöne ist auch noch daran, das bleibt erstmal zu. So, dass man auch gewiss erstmal das Ganze entsperren muss, um es wieder anzumachen. Also ich finde diese Schalter an sich schon praktisch und auch definitiv sinnvoll. Und daher hatte ich mir da auch 4 Stück für die 4 Maschinen, die jetzt gerade aufbereitet werden, bestellt, so dass ich da wirklich jede Maschine da auch damit bestücken kann. Mehr ist nicht drin. Damit bestücken kann und da auch echt sicher damit arbeiten zu können. Und ich denke auch, für die eine oder andere Maschine werde ich das auch nochmal nachrüsten. Gerade für den Tellerschleifer, wie gesagt, hatte ich das schon länger im Auge. Aber wo ich die bestellt habe, habe ich auch echt nicht mehr an den Tellerschleifer gedacht, dass ich vielleicht hätte doch 1 mal mehr bestellen können. Für den Tellerschleifer eben, aber naja. So, zu guter Letzt das Paket, was wir hier haben. Ja. Und da ist nämlich etwas drin, wo ich echt gezweifelt habe, wo ich die Maschinen geholt habe oder organisiert habe, ob ich das überhaupt bekomme. Und zwar sind hier Sägebänder die Rede. Es ist nämlich eine spezielle Größe. Okay, speziell kann man es jetzt nicht nennen, aber schon eine Sondergröße. Und die zu finden im Netz war, naja, relativ einfach, aber im Gedankengang war das so ein Thema, wo ich sagte, ach scheiße, da findest du doch bestimmt kein passendes Sägeband mehr. Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal meine gängige Größe, die ich jetzt bei der alten Bandsäge verwendet habe, nochmal bestellt, in der passenden Größe für die neue Bandsäge.
Und dann ein etwas dickeres, gerade nämlich für die etwas festeren Hölzer ist es dann, denke ich, auch sinnvoll, so etwas schon mal da zu haben, um natürlich auch mal zu schauen, was diese Bandsäge so kann. Und gerade daher sagte ich mir, bestellst du dir gleich mal zwei Größen, habe ich mir einmal den Versand gespart und ich bin definitiv auch gespannt, wie sich diese neue Bandsäge so schlägt. Ja, ich hoffe, in der nächsten Stöpselpost können wir jetzt auch schon die Motoren auspacken, weil auf die warte ich jetzt nämlich immer noch. Naja.